ich weiß nicht genau, was mir vorgeworfen wird in dieser Sache. Ich weiß nicht genau, wie der Akt aussieht und deswegen werde ich auf Paragraph 3 natürlich auf das 1 zu 1 verweisen. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Bundesminister. Ja, ich habe Ihr Eingangsstatement aufmerksam mitverfolgt und wie Sie gesagt haben, Sie achten natürlich das Parlament und die Gesetze. Bin ich froh, dass der sprichwörtliche Blitz nicht in Häuser einschlagen kann, wenn man herinnen sitzt. Nichtsdestotrotz, Herr Bundesminister, möchte noch ein paar Sachen gleich in Angriff nehmen, die Sie gesagt haben. Und Sie haben vorher gesagt, wer das Strafrecht bemüht, hat wenig Gestaltungswillen und ich erwarte da jetzt schon einen massiven Bruch auch innerhalb der ÖVP. Weil es momentan der Herr Kollege Hanger, der ständig Anzeigen macht und auch Staatsanwälte anzeigt und offensichtlich jeden Gestaltungswillen verloren hat. Das ist jetzt nur so nebenbei ein kleines Update für Sie aus dem Parlament. Ich möchte gleich weitermachen und eine Frage stellen zu den Aktenlieferungen. Herr Bundesminister, Sie haben gerade gesagt, wir sollen uns bei Mitarbeitern entschuldigen, die schon zweimal geliefert hat. Und im nächsten Absatz putzen Sie sich an Mitarbeitern ab, was allfällige Nichtlieferungen betrifft. Also vielleicht machen Sie die Entschuldigungstour mal selbst durch Ihr Ministerium. Aber jetzt zur konkreten Frage. Herr Bundesminister, wir haben ja gehört, dass also Sie vorher gesagt haben, es sind Akten noch zweimal geliefert worden. Glauben Sie nicht, dass es gerade deshalb einfacher wäre, diese Akten nicht auf 3 zu klassifizieren, sondern eine elektronische Suchmaskenmöglichkeit einzuräumen mit einer niedrigeren Klassifizierung, um eben genau das auszuschalten? Und was bewusst Ihr Ziel mit der Klassifizierung auf 3 solche Doppellieferungen zu haben und dann uns dann vorzuhalten, dass wir eh schon alles doppelt haben? Sie haben uns ja 2 Fußballfelder an Akten geliefert, das wissen Sie vielleicht nicht, aber das ist es in etwa. Also zunächst einmal ist das eine Unterstellung. Aber was ist eine Unterstellung? Dass es ein negatives Ziel von mir gegeben habe, so wie Sie das formuliert haben. Ganz generell ist es so, dass wir natürlich im Finanzministerium immer den Auftrag gegeben haben, die Erkenntnisse des VfGH und natürlich auch die Beweismittelanforderungen korrekt umzusetzen. Wenn ich das Erkenntnis richtig im Kopf habe, dann heißt es ja auch im zweiten Teil des Spruches, dass Dinge, die bereits vorgelegt wurden, nicht nochmals vorzulegen sind. Dennoch hat der Herr Kollege Kreiner darauf bestanden, dass es nochmals vorgelegt wird. Dem haben wir natürlich auch versucht zu entsprechen, weil es geht um die gute Kooperation mit dem Untersuchungsausschuss. Bevor ich auf diese Themen aber weiter eingehe, hätte ich die Bitte, dass vielleicht der Untersuchungsausschuss etwas aufklärt. Denn ich habe der Kronenzeitung vom 29.03. entnommen, dass der Herr Abgeordnete Kreiner mich angezeigt hat wegen des Verdachts Amtsmissbrauch. Ich lese hier, Hintergrund ist die nach wie vor ausstehende Lieferung von Unterlagen aus dem Finanzressort, das VfGH-Urteil etc. etc. Nun, da ich keine Information erhalten habe, wie der Status dieser Anzeige ist und deswegen auch nicht weiß, ob hier ein Anfangsverdacht geprüft wird, würde ich den Untersuchungsausschuss zunächst ersuchen, ob geklärt werden kann, ob hier die Anzeige zurückgelegt worden ist oder ob dieser Status noch geprüft wird, weil es natürlich eine relevante Frage ist, wenn hier ein Anfangsverdacht nach wie vor geprüft wird. Dr. Böschel, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, wir haben hier Datum vom 24.06.2021, also jüngsten Datums, eine Auskunft des Bundesministeriums für Justiz hinsichtlich der Verfahren, die anhängig sind. Und da gibt es ein Verfahren, in dem Herr Minister Blümel als Angezeigter behandelt wird. Er hat dort keine Beschuldigtenstatus, es besteht lediglich eine Anfangsverdachtsprüfung, und zwar bei der WKStA betreffend die mutmaßliche nicht rechtzeitige und vollständige Aktenlieferung in den Ibiza-Untersuchungsausschuss.
Das ergibt sich aus dieser mir soeben mitgeteilten Auskunft. Heißt das, dass das noch nicht zurückgelegt worden ist, wenn ich das richtig verstanden habe? Noch nicht eingestellt. Dann darf ich darauf verweisen, dass ich natürlich zuerst mit den zuständigen Behörden über die Details diesbezüglich sprechen möchte, falls es Fragen gibt, und darf Ihnen auch die Möglichkeit auf den Verweis auf § 43 Absatz 1 Ziffer 1 Verfahrens- und Untersuchungsausschuss verweisen. Ja, wie ist es so? Nächste Frage, bitte. Ich stelle den Antrag auf eine Stehung, damit wir das kurz diskutieren können. Weil, das ist genau das, was ich vorhin mit Blitz gemeint habe, der nicht innerhalb von Häusern einschlagen kann. Ja, ich meine, das ist ja schon wieder eine Rechtsauslegung, die eigenartig ist von Herrn Bundesminister. Und die Rechtsauslegung trifft nicht der Bundesminister, sondern die Rechtsauslegung trifft der Verfahrensrichter, nehmen Sie das zur Kenntnis. Ja, der Verfahrensrichter hat noch nicht gesagt, dass man dazu jetzt nicht befragen darf, im Übrigen. Danke, Vorsitzender. Also diese Diskussion führen wir ja nicht zum ersten Mal und ich weiß schon, der Herr Finanzminister Blümel macht jetzt wieder das, was in der EM auch oft passiert, Zeit schinden, aber gut, nehmen wir es zur Kenntnis, drehen wir halt diese Ehrenrunde. Aber eines ist schon, wir fühlen uns insofern ad absurdum, wenn es jetzt Anzeigen gibt, ja, wo wir jetzt gerade gehört haben, dass noch gar nicht ermittelt wird, dass das zu weitreichenden Entschlagungen führen kann. Das würde ja den ganzen Ausschuss ad absurdum führen. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, wenn jetzt eine Auskunftsperson, auch nicht von der ÖVP, aber denen wir es im ersten zutrauen, jetzt einfach zu einem gewissen Themenbereich nicht sagen möchte, dann kann sich diese Person theoretisch auch selbst anonym bei irgendeiner Behörde anzeigen und dann sagen, dazu sage ich jetzt nichts, weil es gibt eine Anzeige gegen mich. Also wenn man den Gedanken weiterverfolgt, dann können wir zusperren und angehen, Herr Vorsitzender. Also ich würde jetzt wirklich bitten, nicht meine Befragung ständig damit irgendwelchen Geschäftsordnungsdiskussionen und Debatten zu stören, sondern meine Befragung fortsetzen zu lassen. Also ich weise es zurück, die mit Debattenbeiträge, da geht es um ein wesentliches Grundrecht, das zu stören. Welches Verständnis soll daraus erwachsen? Weil wir diese Diskussion schon 100-mal geführt haben, also, und Sie tun so, als ob das jetzt das erste Mal wäre, Herr Vorsitzender. Und wenn wir uns nicht darauf einigen können, auf die Dinge, die wir in der Vergangenheit schon hatten, und so diese Debatten jedes Mal neu zulassen und neu aufdrücken, dann ist es eine Störung und dabei bleibe ich, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter Fürlinger. Zunächst einmal zu den Ausführungen des Kollegen Hafenecker. Ich glaube nicht, dass man ein hohes Vergnügen dabei hat, sich selbst anzuzeigen bei dem, wie Verfahren in diesem Land zurzeit gelegentlich ablaufen. Es kann man keinem empfehlen, sich selbst anonym anzuzeigen. Das zum Teil 1. Zum Teil 2, ich möchte noch einmal auch aus anwaltlicher Sicht das unterstützen, was Kollege Stockel gesagt hat. Wenn ich das Substrat des Vorwurfs nicht kenne, ist es mir unmöglich, eine Glaubhaftmachung eines Entschlagungsgrundes irgendwie darzustellen. Und das ist das große Kernproblem, das wir haben. Und ich glaube auch, und das sage ich noch einmal dazu, dass diese taxative Aufzählung der Glaubhaftmachung in dieser Geschäftsordnung, die Sie hier haben, und das sollte auf juristischer Ebene mal diskutiert werden, möglicherweise mit dem Artikel 6 der MRK so gar nicht in Einklang zu bringen ist. Denn ich kenne kein Entschlagungsrecht oder keine Bestimmung zu Entschlagungsrechten im österreichischen Recht, international bin ich dazu wenig erfahren, im österreichischen Recht, das nicht eigentlich pauschal in Anspruch genommen werden kann, mit ganz wenigen Ausnahmen in Privatanklagedelikten. Also man sollte sich hier schon einmal überlegen, auch ob diese Bestimmung der Geschäftsordnung für den Untersuchungsausschuss mit der MRK im Einklang ist, wenn wir davon ausgehen, dass weiter so vorgegangen wird, dass Vorbereitungshandlungen für Sitzungen und Auskunftspersonen darin bestehen, dass der eine den anderen anzeigt. Danke, Vorsitzender, in aller Kürze. Im Wesentlichen ging es in der Frage darum, ob es nicht besser gewesen wäre, diese Aktenlieferung niedriger zu klassifizieren, damit man auch diese Akten elektronisch verarbeiten hätte können. Dann hätten wir auch sehen können, dass es Doppellieferungen gegeben hat. So
so war es uns nicht möglich, weil der Umfang ja fast zwei Fußballfelder an 4 Metern umfasst hat und das in der Klassifizierungsstufe 3. Darf ich erfahren, wie sich die rechtliche Situation darstellt, bevor ich darauf antworte, weil soweit mir aus dem Zeitungsartikel bekannt ist, geht es bei der Anzeige, die scheinbar noch nicht zurückgelegt ist, um genau diese Aktenlieferungen. Das heißt, ich kenne diesen Akt nicht vollständig und deswegen weiß ich auch nicht, was mir vorgeworfen wird und würde das zuerst gerne mal einschätzen können, bevor ich weiß, in welcher Form ich hier auf Auskunftspflicht bin. Herr Verfahrensrichter, bitte. Kann ich Ihnen in der Zwischenzeit eine andere Frage stellen, was Sie vielleicht nicht belasten? Der Verfahrensrichter entscheidet es, wann treten Sie zurück? Diese Frage ist nicht zulässig, dass Sie unterstellen und beleidigen. Ja, wenn die Auskunftsperson sich unter Hinweis auf § 43 Absatz 1, Ziffer 1, nämlich, dass er sich bei Beantwortung dieser Frage einer Gefahr, Strafrecht, Verfolgung aussetzen würde, darauf beruft und mit dem Kronenzeitungsartikel und mit der Auskunft, die ich heute Morgen bekommen habe, glaubhaft macht, dann wird man im Einzelfall prüfen müssen, ob die Entschlagung zulässig ist oder nicht. Und ich würde das in diesem Fall so sehen, dass hier eine Entschlagung zulässig ist. Die nächste Frage. Die nächste Frage bezieht sich darauf, am 5.5. ist ja dieser Exekutionstitel in Richtung des Bundespräsidenten gegangen, wo ja dann der Herr Bundespräsident nicht gehandelt hat, sondern noch einmal ein Telefonat mit Ihnen geführt hat und dann sind ja die Akten angeliefert worden. Meine Frage dazu ist, es waren ja 30 Kartons, die hier angeliefert worden sind. Wie lange waren die Kartons schon vorbereitet zur Lieferung, beziehungsweise ich gehe nicht davon aus, dass Sie dann mit Kenntnis davon, dass Exekution geführt werden darf, damit begonnen haben, im Finanzministerium Akten auszudrucken, da wird es ja vorbereitende Maßnahmen gegeben haben. Ich würde einfach gerne wissen, wie lange dieses Paket schon geschnürt irgendwo im Keller vom Finanzministerium gestanden ist. Ganz generell habe ich immer meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersucht, die Beweisanforderungen rasch an das Parlament zu ermitteln, rasch abzuarbeiten. Das sind ja teilweise doch recht aufwendige Prozesse, aber ich finde es nur wichtig und richtig, dass es dem Untersuchungsausschuss auch ermöglicht wird, an der Aufklärung von Vorwürfen im Raum stehen, entsprechend mitarbeiten zu können. Und genauso war es auch in jedem Fall. Ich habe immer meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersucht, möglichst alles so vorzubereiten und so umzusetzen, dass es der jeweiligen rechtlichen Situation entspricht. Im Zuge dessen war natürlich auch noch die Rechtsunsicherheit da. Wir haben nicht genau gewusst, wie wird dieser Prozess weitergehen. Der Herr Präsident Peschon hat ja auch versucht zu vermitteln, aber es war dann auch so, dass natürlich die Aktenlieferung vorbereitet worden ist, aber nicht abgefertigt worden ist, weil wir noch nicht gewusst haben, ob die juristischen Argumente des Finanzministeriums entsprechend gewürdigt werden oder eben nicht. Als dann klar war, dass eine endgültige Entscheidung seitens des VfGH da ist, ist es unmittelbar gemacht. Das ist sehr interessant, was Sie jetzt gesagt haben, weil Sie sagen, es ist eben nur nicht geliefert wegen der Rechtsunsicherheit. Ne? Aber Sie haben auch von einer Vollzugsmeldung gesprochen. Das heißt, wann hatten Sie seitens Ihres Ministeriums der Vollzugsmeldung, unsere Lieferung wäre jetzt komplett, wir müssen jetzt quasi dann nur mehr diese Rechtsunsicherheiten auflösen? Oder wann war das Lieferpaket geschnürt? Was für eine Vollzugsmeldung meinen Sie? Sie haben gerade vorher selber von einer Vollzugsmeldung gesprochen. Oder Rückmeldung quasi. Sie haben gesagt, Sie haben die Mitarbeiter beauftragt, Sie sollen das alles zusammen. Sie haben gesagt, die Mitarbeiter sollen alles zusammenstellen, das war dann fertig und es gab nur mehr diese Rechtsunsicherheit, wie es klassifiziert wird. Das heißt, wann war die Lieferung in Ihrem Haus fertig und wann war dann nur mehr diese Rechtsunsicherheit abzuklären? Das würde mich interessieren. Wie lange haben Sie das, die Akten im Keller oder sonst wo gehortet? Entschieden war die Angelegenheit mit dem 5. Mai, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und unmittelbar danach ist auch die Lieferung an das Parlament gegangen. Das weiß ich schon, das war aber nicht die Frage. Ich habe Sie gefragt, wann haben Sie in Ihrem Haus diesen
diesen Zusammenstellungsprozess abgeschlossen gehabt, der Akten. Das ist ein operativer Prozess, den ich persönlich überwache, deswegen kann ich Ihnen diese Frage so konkret nicht beantworten. Ja, aber es muss doch jemand an Sie herangetreten sein und gesagt haben, wir haben jetzt alles fertig, wir könnten liefern, wir müssen vielleicht nur dieses rechtliche Problem lösen. Aber das wird Ihnen ja nicht wurscht gewesen sein, oder doch? Vielleicht nochmals ganz generell. Das ist ein eingeübter Prozess, den es gibt im Finanzministerium, weil es ja nicht der erste Untersuchungsausschuss ist. Deswegen gibt es seit, ich glaube, wie mir das gesagt worden ist, seit dem Hypo-Untersuchungsausschuss eine geübte Vorgangsweise und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind auch sehr kompetent und untadelig und deswegen sind das operative Prozesse, die ich nicht unmittelbar selbst durchführe, sondern wo ich meine Mitarbeiter ersuche, das insgesamt rechtskonform und rasch umzusetzen und ich habe keinen Zweifel, dass das passiert ist, wann genau welcher Arbeitsschritt erledigt war, da wird mir nicht alles berichtet nachvollziehbarerweise. Ja, weil Bundesminister ist es lebensnah, wenn man schon medial in der Kritik steht, seine Akten nicht zu liefern, dass man dann trotzdem als Bundesminister sagt, ja, ich weiß gar nicht, was die tun und wann die mit der Lieferung fertig sind und wenn alles parat war, das ist nicht meine Aufgabe und es interessiert mich auch nicht, weil das ist das, was ich jetzt aus Ihrer Antwort heraushöre. Sie müssen doch irgendwie, würde ich jetzt so machen, wenn ich Ressortchef wäre, ja, und im medialen Druck und bereits vorher stehen würde wegen der Aktenlieferung, würde ich doch einmal meine Mitarbeiter befragen, wann habt ihr das alles fertig, wann können wir denn theoretisch liefern? Wenn dann noch ein Bedenken dazwischen kommt, dass man sagt, ja, wir müssen aber auch die rechtliche Frage klären, wie es klassifiziert wird, ist das ein anderer Punkt. Aber es muss Ihnen doch bekannt gewesen sein, wann das Aktenpaket zu liefern war. Also in dem Artikel geht es eben um diese Budgeterhöhung, die offensichtlich vom Herrn Schmidt initiiert worden ist im Bereich des Außenministeriums im Jahr 2016. Da konnte man ja lesen, was Kurz jetzt alles kann, ich möchte es gar nicht wiederholen. Und auch der Satz Mittellinie spielt keine Rolle mehr. Und zu diesem Bereich möchte ich Sie kurz befragen, ob es eigentlich aus Ihrem Wissen heraus zur Strategie des inneren Kreises um Sebastian Kurz gehört, die Budgetmittel des Außenministeriums zu hören. Nur damit er dann später Kanzler werden kann und ob das sozusagen die Füllung einer Kriegskasse für eine parteiinterne Auseinandersetzung gewesen ist oder wie interpretieren Sie das, diesen Vorgang damals? Ich darf zunächst fragen, ob diese Frage zulässig ist, weil ich glaube nicht, dass das vom Untersuchungsgegenstand umfasst ist und auch nicht vom Zeitraum. Ja, zur Geschäftsordnung. Verfahrensrichter, bitte. Ja, wie interpretieren ist eine Meinung, aber wenn Sie dann welche Wahrnehmungen haben Sie dazu, dann würde ich die Frage für zulässig erachten. Also formulieren Sie die Frage noch einmal so. Interpretation ist nicht, ist mehrdeutig, unbestimmt und verfänglich. Bitte. Ersetze interpretieren durch, was haben Sie für Wahrnehmungen dazu? Bitte. Darf ich vielleicht noch sagen, April 16, der noch zulässig? Es ist richtig, dass hier wir einen Untersuchungszeitraum ab Ende Dezember haben. All das, was sich später hier abgespielt, die Vorwirkungen und so weiter, die werden hier auch von diesem Ausschuss im Regelfall zugelassen und ich würde das auch in dieser Zeitraum würde mich nicht stören. Bitte. Herr Abgeordneter Füllinger zur Geschäftsordnung. Ich verstehe Ihre Ansicht, Herr Verfahrensrichter, nur eine Frage, die sich mir noch aufdrängt, ist Akt der Vollziehung. Zu diesem Zeitpunkt war die Auskunftsperson nicht Mitglied der Bundesregierung, nicht Teil der Vollziehung. Daher ist die Frage für mich, wie das mit dem Untersuchungsgegenstand irgendwie rechtlichen Eingang zu bringen, noch ein bisschen im Vordergrund. Wir untersuchen Akte der Vollziehung. Gernot Blümel war zu dem Zeitpunkt nicht Teil der Vollziehung, er deutlich weit weg davon sein. Habe ich eine Geschäftsordnung? Vielleicht kann ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, nicht Akte der Vollziehung, sondern es geht um die Wahrnehmungen, die der Herr Blümel damals
gehabt hat. Und es ist halt wieder so ein Fall jetzt, wo es halt dann um weiterführende Fragen geht, die genau das erklären werden, warum ich da jetzt im Jahr 2016 ansetze. Aber wenn Sie so möchten, geht es am Ende des Tages in diesem Artikel, und man kann es ja auch nachlesen, du schuldest mir etwas, hat der Herr Schmidt dann in seiner Nachricht geschrieben. Und das wollen wir jetzt herausarbeiten, und damit ergibt sich auch der direkte Bezug zu unserem Untersuchungsgegenstand. Nur ist halt leider wiederum durch Geschäftsordnungsdebatten eine Befragungsstrategie über den Haufen geworfen worden, aber es ist ja egal, der Herr Blümel hat sich sicher auch darauf vorbereitet. Der Abgeordnete Fürlinger? Ich meine, du schuldest mir etwas, war auch nicht an den Herrn Blümel gerichtet. Ne? Du schuldest mir etwas, war auch nicht an die Auskunftsperson Blümel gerichtet. Daher verlange mal wieder Interpretation von Botschaften zwischen zwei anderen, die wir nicht leisten können. Ne? Wir lassen auch keine Interpretation zu, sondern eine Wahrnehmung. Bitte, darf ich bitten um die Antwort, welche Wahrnehmung in diesem Zusammenhang? Diese Nachrichten, und das steht auch in dem Artikel, den Sie mir vorgelegt haben, sind aus von der BKSDA analysiert worden und kommen aus dem Akt 17-5-19 Dora, und Sie wissen, es läuft hier ein entsprechendes Verfahren, und ich habe hier noch nicht alle Fragen beantworten dürfen, und deswegen verweise ich auf § 43-1 Dora. Waren Sie damals in derartige Budgetüberlegungen eingebunden? Selbe Antwort. Wie sehen Sie aus heutiger Sicht als Finanzminister derartige Budgeterhöhungen? Ganz generell darf ich, das ist ja offensichtlich nicht Untersuchungsgegenstand ist, aber vielleicht, wenn Sie es interessiert, meine Einschätzung zur generellen Budgeterstellung. Dann habe ich das in eigentlich allen Regierungskonstellationen, in denen ich das erlebt habe, als sehr, sehr ähnlich erlebt. Jedes Ressort hätte gerne mehr Geld, jeder Fachminister hätte gerne mehr Mittel für seine Bereiche, das ist völlig natürlich. Und es ist auch jedes Mal so, dass es sehr intensive Verhandlungen mit dem Finanzministerium zwischen den einzelnen Ressorts gibt und innerhalb der Koalition. Darüber hinaus ist es nicht so, dass ein einzelner Mitarbeiter ein Budget beschließt, sondern das ist eine lange Erarbeitung, ein langer Prozess. Das ist ein Ministerratsbeschluss, wo alle Mitglieder der Bundesregierung zustimmen, und Sie wissen, Sie haben die Budgethoheit in Österreich, nicht die Regierung. Das Parlament hat die Budgethoheit, das heißt, das Budget wird im Parlament beschlossen. Das ist der generelle Prozess, wie es sich mir darstellt. Wir treffen Details, darf ich Sie um Verständnis ersuchen, nachdem ich hier noch nicht abschließend die Möglichkeit bekommen habe, bei den zuständigen Behörden Stellung zu nehmen, falls es Fragen gibt, und nachdem die Nachrichten ja aus dem Akt 17-5-19 Dora stammen, darf ich auf § 43 Absatz 1 zu Jetzt habe ich noch eine Frage zu diesem Chat, weil die Schönheit der Verfahrensordnung lässt ja leider keine Nachspielzeit zu. Sie antworten in einer dieser Nachrichten, Mitterlinner spielt keine Rolle mehr. Jetzt hätte ich noch die grundsätzliche Frage an Sie, warum haben Sie das eigentlich 13 Monate vor seinem Rücktritt schon gewusst, dass er keine Rolle mehr spielt? Herr Fürlinger, zur Geschäftsordnung, ich glaube, wir haben das Commitment hier gehabt, Dr. Böschel, wenn ich mich erinnere, dass wir parteiinterner eigentlich nicht Gegenstand einer Untersuchung sind. Wir haben einmal einen ganzen Tag die Randziffer 24 unseres Handbuches da durchgespielt, wenn Sie sich erinnern. Und jetzt, glaube ich, geht das doch in ein Thema, das mit dem Untersuchungsgegenstand nichts zu tun hat und gleichzeitig nicht Gegenstand einer Untersuchung sein kann, wie uns das Handbuch des Parlaments auf dieser Seite lehrt. Bitte Sie da um Ihre Einschätzung. Abgeordneter Greiner und dann Abgeordneter Hafenecker. Es geht hier gar nicht um parteiinterne Fragen, es ist ausdrücklich hier die Funktion als Vizekanzler angesprochen in den Chats. Das heißt, es geht um Regierungshandlung. Und die Auskunftsperson Mitterlinner hatte hier bekannt gegeben, dass bereits 2016 mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen wurde, mit Spendenrallyes und so weiter. Also es ist hier unstreitbar. Und
Untersuchungsgegenstand, nämlich Vorbereitungshandlungen, und es geht hier um Regierungsentscheidungen und deswegen auch um nicht um parteiinterne Fragen. Herr Hafenecker? Genau so ist es. Es geht um den ehemaligen Vizekanzler, und ich möchte dem Herrn Kollegen Fühling insofern recht geben, dass wir natürlich nicht über parteiinterne reden wollen hier erinnern. Das ist zwar in der anderen Richtung immer wieder passiert, worum es mir aber geht, und das ist der Punkt, wo ich hin möchte. Hier geht es um Parteiinterne, die mit Steuergeldern gelöst werden. Hier geht es um Briefkasten innerhalb von Fraktionen einer Partei, die gefüllt werden, um dann einen Obmann und einen Vizekanzler zu stürzen. Und deswegen habe ich diese Frage auch gestellt. Aber wenn da Steuergelder im Spiel sind und wenn es um öffentliche und höchste Positionen der Republik geht, dann wird diese Frage wohl zulässig sein. Herr Abgeordneter Fühlinger? Und ich bitte dem Kollegen Hafenecker natürlich meinen tiefen Respekt, aber ich bitte ihn nicht, im Rahmen von Geschäftsordnung Wendungen irgendwelche Legenden zu stricken, die mit den Fakten nicht in Einklang zu bringen sind und die auch in keinem einzigen Satz da drinnen vorkommen. Und ich halte auch fest, dass dort nicht steht, Vizekanzler Mitterlehner spielt keine Rolle mehr, sondern es steht, Mitterlehner spielt keine Rolle mehr. Das können wir Stunden vor uns hinphilosophieren, ob der Vizekanzler Mitterlehner oder der Bundesparteiobmann Mitterlehner gemeint war. Tatsächlich ist es ein Parteiinternum, um das es hier geht. Und ich glaube, dass die Randziffer 24 aus ganz grundsätzlichen Überlegungen, und zwar demokratiepolitisch wichtigen Überlegungen, dass Parteien schon Institutionen sind, die in sich auch geschlossene Organisationen sind, die nicht durch eine Mehrheit in einem Untersuchungsausschuss allenfalls demokratiepolitisch bedenklich zerlegt werden sollen. Da gibt es eine klare Sache dazu. Und ich glaube, mit keinem Satz steht irgendwo drinnen, dass mit Steuergeldern irgendeine Partei finanziert worden ist, was sie selbstverständlich nicht wird, außer wie alle Parteien über die Parteienförderung. Und ich würde schon versuchen, im Sinne des Klimas des Hauses nicht mit solchen schon sehr heftigen Verdächtigungen durch die Gegend zu vorwirken. Das passt nicht zum österreichischen Parlament, Leute, das muss ich euch schon sagen. Und ich glaube nicht, dass diese Frage in diesem Fall so zulässig ist. Herr Verfahrensrichter, bitte. Ja, es ist richtig, Parteiinterner sollten hier nicht diskutiert werden oder sollten nicht Gegenstand des Verfahrens sein. Nur meine ich doch, dass es hier um Vorbereitungshandlungen geht auf eine künftige Regierung und dass hier auch die Auskunftsperson Mitterlehner schon dazu auch ausführlich Stellung genommen hat. Daher meine ich, wenn man hier diese zu den Wortlaut von Mitterlehner nicht mehr jetzt genau im Ohr, aber wenn man hier Bezug nimmt, dann meine ich doch, dass diese Frage, ob die Auskunftsperson Blümel dazu Wahrnehmungen hat, zulässig ist. Die Auskunftsperson und ihre Wahrnehmung. Nachdem sich diese Nachrichten im Strafrecht befinden, 17.5-19 Dorat, habe ich auf § 43 Absatz 1 zu 3 zu weisen. Also, Sie, dass wir es auch nochmals fürs Protokoll haben, meine ursprüngliche Frage war, haben Sie mit dem damaligen Außenminister kurz über diese vorgelegten Chats kommuniziert? Ich habe bereits auf § 43 Absatz 1 Ziff. 1 verwiesen. Haben Sie sich mit sonst jemand darüber ausgetauscht? Selbe Antwort. Was uns gewundert hat, Thomas Schmid hat Ihnen das geschickt und Sie haben es eigentlich, also er hat Ihnen geschickt, ah, da gibt es eine Budgeterhöhung und er scheißt sich an wegen Mitterlehen und so weiter und kurz kann er jetzt Geld scheißen und Sie schreiben dann eben nur zurück, Mitterlehner spielt keine Rolle. Liegt der Schluss richtig, dass Sie bereits von einer Budgeterhöhung gewusst hatten zu diesem Zeitpunkt? Sie können keinen Schluss ziehen. Haben Sie zu diesem Zeitpunkt von der Budgeterhöhung gewusst? Selbe Antwort, verweise auf Frage auf 43 Absatz 1 zu 1. Ist das eigentlich regierungsintern oder ist das nur im Finanzministerium diese Budgeterhöhung besprochen worden? Haben Sie dazu Wahrnehmungen?
Darf ich Ihnen vielleicht nochmals aus meiner generellen Wahrnehmung darlegen, wie Budgetprozesse laufen, übrigens auch in dieser Bundesregierung. Nein, das ist jetzt Ihre Fraktion. Ganz generell ist es so, dass es hier lange Verhandlungsprozesse gibt zwischen den einzelnen Ressorts und dem Finanzministerium, auch zwischen den Koalitionspartnern. Da sind eben auch die Koordinierungen damit befasst. Und der Mechanismus ist immerhin sehr, sehr ähnlicher, nämlich dass die zuständigen Ressortchefs natürlich für ihre Bereiche immer gerne mehr Ressourcen hätten, um die Aufgaben noch besser erfüllen zu können, und dass es auch immer wieder zu Budgeterhöhungen kommt in den verschiedensten Ressorts. Ich kann mich eigentlich an kein Ressort erinnern, das im Vergleich zu Voranschlägen weniger Geld erhalten hat, soweit ich das jetzt überblicke, aber generell ist es immer so, dass die Ressortchefs natürlich darum ersuchen, mehr Ressourcen zu erhalten. Das ist jetzt genauso, das ist dann ein Ministerratsvortrag, der im Ministerrat von allen Mitgliedern der Bundesregierung beschlossen wird. Sie wissen, im Ministerrat herrscht ja das Einstimmigkeitsprinzip, weil sonst kann es nicht beschlossen werden. Und danach geht das ins Parlament, und das Budget, um das es hier geht, ist damals in einer Koalition mit der SPÖ beschlossen worden. Und das Parlament hat die Budgethoheit, das vielleicht auch nur zum Hinweis. Und jetzt im konkreten Fall? Ist es regierungsintern besprochen worden? In welchem konkreten Fall? Die 35%. Sie sind immer noch im gleichen Thema. Ich war ja damals nicht mal Mitglied der Bundesregierung. Sie können trotzdem Wahrnehmung dazu haben. Keine Wahrnehmung dazu. Keine Wahrnehmung. Finanzminister, möchten Sie eine Prüfung einleiten für diese Causa, wo es wiederum um die Novomatic Italien geht, Steuerzahlungen aus den Jahren 12 bis 15, die während Ihrer Tätigkeit? Die Frage ist im Untersuchungsausschuss nicht gedeckt. Und er kann es ja trotzdem beantworten. Ich wollte ihn gerade sagen, ich darf ihn bitten, an Stellung zu nehmen, wenn er möchte. Bitte. Darf ich fragen, ob diese Frage zu beantworten ist und zulässig ist? Dies ist nicht durch den Untersuchungsgegenstand gedeckt, das hat der Verfahrensrechner nicht schon festgestellt. Aber die Antwort, ob Sie mit diesem E-Mail so steht Ihnen frei zu antworten. Es steht Ihnen frei zu antworten. Sie müssen sagen, ja oder nein. Verzichte. Meine Frage, grundsätzlich können Kabinettsmitglieder einfach Weisungen an Beamtinnen erteilen oder muss das vom Bundesminister kommen? Ich würde ersuchen, einen Juristen zu fragen. Ich habe mir gedacht, ich frage einen Bundesminister. Sie machen das ja jeden Tag. Geben Kabinettsmitglieder Weisungen generell an Beamtinnen und Beamten oder nur, wenn sie es im Auftrag des Bundesministers machen? Herr Verfahrensrichter, wie bewerten Sie diese Frage? Ich bewerte diese Frage für zulässig. Das hat mit Juristen nichts zu tun, sondern als Minister kann man Weisungen erteilen, und wenn Sie danach fragen, ob im konkreten Fall Weisungen erteilt worden sind oder auch generell, ob Weisungen erteilt worden sind in dieser Causa, dann halte ich das für zulässig. Zur Geschäftsordnung der Abgeordnete Stocker. Ich teile die Meinung des Verfahrensrichters, dass die Frage, ob es Wahrnehmungen zu Weisungen gibt, eine ist, die gestellt werden kann, weder vorbehaltlich des Entschlagungsrechts, aber soweit ich die Frage verstanden habe, war das eine Rechtsfrage, ob Mitarbeiter des Kabinetts Weisungen erteilen dürfen, und das ist sicher keine Frage, wo es über Wahrnehmungen geht, die hier zum Untersuchungsgegenstand gehören. Der Herr Bundesminister ist hier nicht vorgeladen, damit er rechtliche Ausführungen gibt, wie die Weisungskette rechtlich sein kann oder soll. Wenn es Wahrnehmungen gibt, ob eine Weisung erteilt worden ist, teile ich Ihre Meinung. Aber eine rechtliche Beurteilung ist nicht seine Aufgabe. Bitte sehr, Herr Verfahrensrichter. Ich habe das auch als die Frage des Herrn Abgeordneten
Brandstätter als Sachfrage und nicht als Rechtsfrage verstanden, ob im konkreten Fall Weisungen erteilt worden sind und wie es generell im Haus gehandhabt wird. So habe ich es verstanden. Die Rechtsfrage, glaube ich, die ist wirklich diesmal leicht zu, wäre leicht zu beantworten. Ja, ich darf Ihnen schon sagen, was ich Ihnen bereits gut getan habe, nämlich, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kabinett angewiesen habe, untersucht habe, die Umsetzung des Erkenntnisses rechtskonform und rasch durchzuführen. Die weiteren operativen Arbeiten, da bin ich hundertprozentig überzeugt davon, dass die zuständigen Mitarbeiter das korrekt und nach bestem Wissen umgesetzt haben. Das ist meine Wahrnehmung diesbezüglich. Wenn das so wäre, dann hätte die Frau Magistrat die Unwahrheit gesagt. Sie hat ja eindeutig gesagt, dass es da offenbar Weisungen gab, es nicht weiterzugeben, weil er auch schon aufbereitet war. Ich möchte nochmal wissen, gab es eine Weisung an Herrn oder Frau die Dinge nicht weiterzugeben? Vielleicht darf ich nur zur Aufklärung nochmals auf das verweisen, was die Frau gesagt hat. Es kam die Weisung, diese Unterlagen aufzubereiten und abzuwarten. Es war nie eine Frage, dass wir nicht einen Untersuchungsausschuss liefern, sondern wir haben die ja dann unmittelbar nach dem Exekutionsauftrag am nächsten Tag geliefert. Es war immer nur die Frage, wann wir liefern, und da habe ich ausgeführt, dass hier noch, soweit ich mich erinnere, eben Präsident Rehschau mit Herrn Präsident Sobotka in Kontakt war und mit dem Verfahrensrichter. Das sagt es alles sehr gut aus. Also es gab eine Weisung offensichtlich vorher nicht zu liefern, stimmt das? Darf ich Sie bitten zu definieren, wie eine Weisung aussieht? Wenn ich meine Mitarbeiter ersuche, das Erkenntnis rechtskonform umzusetzen, ist das dann eine solche oder ist das nicht so? Nochmal, Frau Magistrat, kam die Weisung, diese Unterlagen aufzubereiten und abzuwarten? Von wem kam die Weisung? Das steht, glaube ich, auch im Protokoll von der Sie sagt da irgendwo, sie glaubt, dass es, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob von Herrn oder von, das weiß ich jetzt nicht, schreibt, sagt die Frau selbst. Und wer gab den beiden die Weisung? Wie bitte? Außerhalb der Redezeit, wer gab den beiden die Weisung? Wie oft soll ich jetzt eigentlich nur sagen, wie die Vorgangsweise ist? Ich habe meine Mitarbeiter ersucht, das Erkenntnis rechtskonform umzusetzen, und die tun das dann auch. Entschuldigung, nochmal außerhalb der Rede. Oder geht es um einen Arbeitsauftrag, der innerhalb einer Kabinettssituation gegeben worden ist? Also alleine diese Frage ist ja gar nicht geklärt. Und insofern hat der Herr, hat die Auskunftsperson jetzt schon x-mal ausgeführt, wie hier der Rahmen ist, in dem das abzuhandeln ist. Also, aber die erste Frage müsste in Wirklichkeit einmal geklärt werden. Der Verfahrensrichter dürfte sich um eine Erklärung bitten, wie Sie denn das sehe ich nicht so, Herr Abgeordneter. Die rechtliche Qualität dieser Weisung kann dahingestellt bleiben, sondern ich meine, die Frau sagt hier, Unterlagen sind aufzubereiten und dann ist abzuwarten. Das hat sie. Er gab den Arbeitsauftrag. Das hat der Minister schon erklärt, dass er den Arbeitsauftrag gegeben hat. Bitte. Gerne nochmals. Nochmal wiederholen. In der Frage, wenn ich über die Frage Aktenlieferungen etc. informiert worden bin, dann vor allem waren Frau Herr Huber bei mir im Kabinett dafür zuständig, und die Frau hat ja gesagt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob von Herrn oder von Herrn, das weiß ich jetzt nicht. Die operative Umsetzung, das machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich habe keinen Zweifel, dass die das in juristisch korrekter und guter Form machen. Zur Geschäftsordnung. Ich will jetzt, Entschuldigung, Herr Verwandter, ich würde wirklich gerne das nochmal klären. Wenn hier die Frage stelle, wer gab die Weisung, und wir inzwischen wissen, dass das Kabinett ja keine Weisung erteilen kann, sondern nur der Bundesminister, dann ist die Antwort, die Weisung kann vom Kabinett
kann nicht stimmen, oder? Weil das Kabinett kann ja keine Weisung erteilen. Und deswegen habe ich jetzt mehrfach die Frage gestellt, wer hat dem Kabinett die Weisung erteilt? Wie wird darauf eine Antwort zu bekommen? Herr Abgeordneter Hanger ist jetzt. Aber dieses Thema haben wir jetzt eh schon eine halbe Stunde lang diskutiert, dass der Bundesminister offensichtlich sein Kabinett aufgefordert hat, alles zu unternehmen, damit rechtskonform die Akten entsprechend geliefert werden. Punkt. Für Geschäftsordnung, ich lese es gerne noch einmal vor, es kam die Weisung, diese Unterlagen aufzubereiten und abzuwarten. So ist es. So, und bis ich ja den Herrn Verfahrensrichter festzustellen, ist die Antwort, es kam vom Kabinett, kann nicht stimmen. Das Kabinett kann keine Weisung erteilen, das kann nur der Bundesminister machen. Das eine ist die rechtliche Qualität und das andere ist die tatsächliche. Es kann auch eine Weisung von einem unzuständigen Organ kommen. Das ist einmal so. Wir wollen die Fakten auf den Tisch legen und die rechtliche Qualifikation brauchen wir hier nicht zu beurteilen. Dann kann ich die Frage ja so formulieren. Das heißt, die beiden haben eine Weisung erteilt, von der sie nichts gewusst haben, Herr Bundesminister? Das ist mit Sicherheit eine Unterstellung. Verfahrensrichter, das ist eine Unterstellung. Sicher. Ich habe den Verfahrensrichter. Wenn er keine Kenntnis davon hat, das kann er sagen. Nicht wahr? Oder er kann sagen, wie er das immer wieder zum Ausdruck gebracht hat, dass dieses Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes umzusetzen ist. Ja? Das stimmt natürlich formal, keine Frage. Aber einen Mitarbeiter mit dieser Ansicht zu konfrontieren, ist schwierig, weil das Erkenntnis des Verfassungsgerichts umzusetzen, wie es sich zeigt, für viele Personen sehr schwierig ist. Aber wenn er sagt, er hat keine Weisung sonst gegeben, dann muss man das so zur Kenntnis nehmen. Unter der Vollständigkeit halber noch einmal argumentierend, auch wenn schon so oft gesagt worden ist, der Herr Bundesminister hat sehr klar ausgeführt, dass er sein Kabinett beauftragt hat, rechtmäßig dieses Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes umzusetzen, aber bitte auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass auch in der Rechtsrahmen da war, dass verschiedene juristische Fragen hier abzuklären sind und insbesondere ist es auch um den Schutz von Persönlichkeitsrechten gegangen, die manche da hier erinnern, wirklich mit den Füßen treten, aber ich bitte schon wirklich, das halt auch einmal zur Kenntnis zu nehmen. Kam der Auftrag, diese Weisung zu erteilen von Ihnen, Herr Bundesminister? Sie müssen es noch mal beantworten, es hilft nichts. Die Verfahrensordnung sieht keine Bundesminister. Ich habe Ihnen jetzt mehrmals gesagt, wie die Abläufe sind. Und nachdem Sie das zur Kenntnis nehmen, muss ich das zur Kenntnis nehmen. Aber nachdem es hier Vorwürfe gibt im Raum stehen, von denen ich noch keine gesamte Kenntnis habe aufgrund der Anzeige, da habe ich auch zur Geschäftsordnung? Bitte. Ich möchte nochmal, das heißt also, nur damit ich es verstehe, auf die Frage, ob Sie eine Weisung erteilt haben, antworten Sie mit dem Entschlagungsrecht. Ich verweise noch einmal auf die Notiz an Herrn Löger. Es geht um das übliche Medienbudget. Das BMF soll für viel Wohlwollen für persönliche Zwecke gesichert werden. Das ist also offensichtlich eine Absicht, die an Herrn Löger übermittelt, wo es geht um die Bundesregierung, um die türkis-blaue Bundesregierung und wo das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit hier erklärt wird, dass man durch Medienbudget persönliche Zwecke, Wohlwollen für persönliche Zwecke, nicht für Zwecke des Ministeriums, sondern für persönliche Zwecke. Und wenn ich dann gleichzeitig lese, dass in dieser Zeit dieses Medienbudget so extrem erhöht wurde,
dann ist meine Frage eben sehr einfach, um welche persönlichen Zwecke es ging. Und wenn das schon der Herr Löger gemacht hat und der Herr Blümel ihm nachgefolgt ist, wollte ich eigentlich nur wissen, wie man sich Wohlwollen für persönliche Zwecke sichert, wie man das macht, wo man das macht, mit welchem Geld man das macht, ob das vielleicht sogar Steuergeld ist und warum man das macht. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr klar im Untersuchungszeitraum ist und was durch diese Notiz auch wohl geklärt ist und gesichert ist. Ja, darf ich, Herr Vorsitzender, ja, wenn man das im Zusammenhang mit dem Mail sieht, das Sie uns gerade vorher vorgelegt haben, Seite 132, wo da steht, es wäre toll, wenn dieses nicht nur dem Ministerium, sondern auch dem Bundesminister zugutekommen würde und Sie davon ausgehen, dass der Bundesminister dadurch einen Vorteil haben könnte, nämlich der Minister Löger, dann könnte ich mir vorstellen, dass doch vielleicht gerade der Zusammenhang mit diesen Zahlen hergestellt werden könnte. Im Übrigen kurz zwei in der News. In dem News-Artikel geht es ja um kurz zwei. Also da geht es um 2020, 2021. Na, dann ist der Zusammenhang überhaupt nicht hergestellt, ist das? Zur Geschäftsordnung. Im News-Artikel geht es darum, aber es geht auch sehr deutlich, dass es eben einen Übergang für einen, das war ja vorher schwarze Minister, Vector, Spindlecker, Schelling werden genannt, gaben vergleichsweise wenig Geld aus und dann kam Löger. Und er hat sehr viel Geld ausgegeben und eben hier mit dem Verweis, weil es um Wohlwollen für persönliche Zwecke gesichert werden sollte. So, und dann kommt Herr Blümel und tut noch einmal mehr drauf. Und dann muss doch die Frage, es ist eigentlich eine einfache Frage, welche persönlichen Vorteile, Zwecke, Wohlwollen wollte man sich wo sichern, wie funktioniert sowas? Ich weiß ja nicht, ich frage deswegen ganz einfach. Aber wenn das aus einem Artikel zitiert wird, dann ist das aus meiner Sicht ganz klar unterstellend. Also man kann nicht sagen, derjenige Redakteur, Journalist, der das geschrieben hat, der hat die Wahrheit dort erfunden und gebracht. Das ist eine ganz klare Unterstellung. Die Geschäftsordnung, es geht nicht um einen Journalisten, sondern... Sie lassen mich jetzt einmal ausreden, das ist einmal das Allererste. Okay, und ich würde den Herrn Verfahrensrichter suchen, um eine Einschätzung. Geschäftsordnung, es geht nicht um einen Journalisten, sondern um den Herrn Magister. Das ist ein Mitarbeiter des Kabinetts gewesen und er schreibt hier, dass sich eben der Minister wohlwollend für persönliche Zwecke sichern soll. Und dann kommt die Zusatzinformation, das war damals schon sehr, sehr viel Geld, sein Nachfolger, der Herr Blümel, hat noch mehr Geld ausgegeben. Und deswegen habe ich nur gefragt und frage noch einmal, ich weiß, es ist unangenehm, ob er auch sich da wohlwollend für persönliche Zwecke sichern wollte oder ob es andere Gründe gegeben hat. Darf ich antworten? Der Zeitraum passt also auch, weil nach Löger kam Blümel und das würde in unseren Untersuchungszeitraum fallen. Und wenn man sich ergänzt die Voraussetzungen, die unser Ziffer 3 Begünstigung von Dritten bieten und Sie meinen, hier habe sich irgendjemand unrechtmäßig was angeeignet, dann könnte man diese Frage abstrakt jedenfalls nach dem Untersuchungsgegenstand 3 zuordnen. Also wenn Sie in der Lage sind, Herr, wir haben uns bei der ehemaligen Ministerin Kreisel-Dorf ausgiebig darüber unterhalten, dass zu viele Inserate geschalten waren, nicht wahr? Wir haben uns also zu dem Thema schon unterhalten, daher meine ich, dass man sich, wenn die Bewegung gegenläufig ist, auch darüber etwas sagen könnte. Ich bitte daher den Minister, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Bitte sehr. Also zunächst einmal sind jetzt extrem viele Unterstellungen und Behauptungen von Ihnen dabei, Herr Kollege, dass nicht alles widerrechtlich passiert wäre und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Meine generelle Wahrnehmung zu den Inseratenbudgets und zur Öffentlichkeitsarbeit von exekutiven Bereichen ist, dass im letzten Jahr 2020, also außerhalb des Untersuchungszeitraumes, es ein vermehrtes Öffentlichkeitsarbeitsaufkommen generell gegeben hat, was aber bedingt war durch die Corona-Krise, wenn ich mich richtig erinnere, und das vermehrte Notwendigkeit zur Information über bestimmte Maßnahmen.
Darüber hinaus, wenn Sie solche Dinge unterstellen, dann müssten Sie einfach auch nur Ihre eigenen Kollegen in Wien fragen. Ich weiß, die Neos sind in der Wiener Stadtregierung, wenn ich mich richtig erinnere, an meine Zeit als Medienminister, dann hat die Stadt Wien eines der höchsten Öffentlichkeitsarbeitsbudgets pro Kopf, und wenn Sie da etwas unterstellen, dann müssen Sie Ihre Kollegen in Wien fragen, das sind die Neos mitten in der Stadtregierung. Kurz zur Klarstellung, ich habe gefragt, ob Sie Wahrnehmungen haben, was Löger betrifft, was man da gemacht hat, aber ich nehme zur Kenntnis, Sie wollen nichts darauf sagen, deswegen will ich jetzt bitten, dass die Kollegen das bereiten. Ich habe es akustisch nicht verstanden, können Sie es nochmal sagen? Gerne außerhalb der Redezeit. Außer der persönlichen, was innerhalb und außerhalb der Redezeit ist, legen Sie nicht fest. Die Frage ist, haben Sie abgesehen vom persönlichen Treffen mit ihm sonst kommuniziert, Telefon, Messenger-Dienste oder dergleichen? Ich kann das nicht... Halt, ich habe gerade gehört, dass die Auskunftsperson einsagt, die Vertrauensperson gerade einsagt der Auskunftsperson, weil sie gesagt hat, weiß ich nicht, kann ich nicht ausschließen. Die Vertrauensperson darf die Auskunftsperson nicht an einer freien Aussage hier beeinflussen, und das hat sie gerade getan, indem sie eine Antwort eingesagt hat. Ich ersuche den Vorsitzenden, die entsprechenden in der Geschäftsordnung vorgesehenen Schritte zu setzen. Ich habe es nicht bemerkt, wenn es so sein sollte, nochmal, ich habe die ganze Zeit jetzt auf den Fernseher geschaut. Weder was gehört noch was gesehen. Wenn es so ist, ich habe es nicht gehört, dann bitte ich die Auskunft, die Vertrauensperson das nicht zu tun, zu unterlassen. So, können wir jetzt zur Beantwortung gehen? Bitte. Darf ich nochmals die Frage hören? Sie geben hier in dem eine E-Mail-Adresse an. Haben Sie im Bundesministerium für Finanzen eine E-Mail-Adresse? Bevor Sie mit der Antwort beginnen, ich halte fest, ich habe mich mit dem Verfahrensanwalt zu Wort beraten, als auch mit dem Verfahrensrichter. Ja? Verbreiten Sie keine Unwahrheiten, Herr Greiner. Ich würde Sie wirklich dringend bitten. So, darf ich um die Antwort bitten? Ist das eine zulässige Frage? Herr Abgeordneter Greiner, jetzt geht es um die E-Mail-Adresse, nicht? Ja, okay. Das ist grundsätzlich sehe ich keine Unzulässigkeit, aber vielleicht können Sie... Ja, ich sehe keine Unzulässigkeit. Bitte beantworten Sie die Frage, Herr Minister. Ich habe derzeit keine E-Mail-Adresse im Finanzministerium, außer der E-Mail-Adresse in meinem Vorzimmer. Die Leute... Das ist die E-Mail-Adresse, über die diverse Dinge abgewickelt werden.